Freiheitsliebende Künstler. Das Städelmuseum in Frankfurt zeigt ab morgen deutsche Zeichnungen aus dem 19. Jahrhundert. Insgesamt 100 Werke von 52 Künstlern sind zu sehen. Einige Darstellungen des bekannten Malers Franz Kobel stammen noch aus der persönlichen Sammlung von Johann Friedrich Städel selbst. Ausgestellt sind insbesondere Landschaftsbilder, aber auch biblische Historien und Figurzeichnungen haben ihren Platz. Präsentiert werden die Kunstwerke unter dem Titel Freiheit des Sehens. Der Gedanke hinter diesem Titel, das ist Freiheit des Sehens des Künstlers natürlich, Freiheit, Dinge auch mal anders zu sehen, sich von Konventionen zu befreien, sich von den Akademien zu befreien. Das war eigentlich das, was die Künstler ganz von Anfang, von 1800 bis 1900, dann doch geeint hat in diesem Jahrhundert, in dem so sehr unterschiedliche Stile zu finden sind. Einige Künstler waren sogar selbst Schüler oder Lehrer an der Städelschule. Bis zum 28. Mai ist die Ausstellung geöffnet.